Es wird immer schlimmer. Ja. Dann right. Konstanz. Aber ich wohne, also ich war ja lange jetzt schon in Oberstdorf. Bitte? In Oberstdorf? Ja, beziehungsweise in Oberstdorf auf dem Internat und jetzt halt in Sonthofen. Ja, dann zählt es. Das können wir auch mal lachen. Bist du bei der Bundespolizei oder was? Bundeswehr. Ja, Sonthofen. Na dann. Alles vermischt, nichts richtig. Das wird schon. Hilft ja nichts, gell? Ich sollte noch einheiraten nach Bayern, so wie ich, und schon komme an die Außen-Berliner Raum. Von daher wird es gerade ganz bisschen zu mir. So, genau. Dann legen wir mal los. Das heißeste Eisen im Rennen um eine Medaille bei den Olympischen Spielen, das ist wahrscheinlich Paul Berg, denn er hat in dieser Saison schon einen Weltcup gewonnen und damit ja souverän die Nominierung dann gleich erfüllt. Paul, fühlst du dich denn als einer der Medaillenkandidaten, vielleicht sogar als einer der Favoriten? Oh, überhaupt nicht. Also wenn wir die letzte Saison angucken, da lief ja bei uns gar nichts. Also die Saison ging es erstmal darum, sich regelmäßig fürs Finale zu qualifizieren. Und Val Thorens war extrem gut. Da ist halt mal bei uns alles zusammengekommen. Hat man dann, denke ich, auch am starken Mannschaftsergebnis gesehen, dass der Konstantin Vierter und der Martin Achter geworden sind. Also drei Deutsche in den Top 8. Ich glaube, das hatten wir seit... ich weiß gar nicht mehr, 2011 nicht mehr oder 2012. Ja, von dem her, es läuft gut, aber als Favorit würde ich mich nicht sehen. Dennoch, eine Medaille bei den Olympischen Spielen ist natürlich der Traum eines jeden Sportlers. Wie realistisch könnte es werden in dieser Saison mit deiner aktuellen Form? Also Form ist gut. Also ich fühle mich sehr gut, körperlich, mental, Material stimmt. Und im Endeffekt ist es ein Rennen und beim Bordercross kann wirklich alles passieren. Also ich denke, die Chancen stehen gut, aber es kann auch ganz anders kommen. Ist dir die Situation vor Ort schon so ein bisschen vertraut? Warst du schon mal in Südkorea, kennst vielleicht sogar die Strecke so ein bisschen oder die Umgebung? Nee, ich war in der Saison, wo der Testevent war, also war vor 2 Jahren, war ich mit Kreuzbandriss, ja, mit Knieverletzungen ausgefallen, von dem her war ich noch nicht da. Ich glaube, der Einzige, der von den jetzt Qualifizierten schon da war, ist der Konsti. Für uns andere ist es neu, was ich jetzt aber nicht als Nachteil sehen würde. Bei der Einkleidung, da schauen klar die Frauen wahrscheinlich sowieso immer ein bisschen stärker noch hin. Sitzen die Klamotten richtig? Sind es Farben, die sie tragen können? Wie ist denn das bei dir? Bist du einer, der so modisch da Wert drauf legt oder sagst dir, komm, gib's mir irgendwas, ich will nur runterfahren? Ja, keine Ahnung. Also letztes Mal haben wir, in Sochi haben wir, glaube ich, einfach ja, eine E-Mail geschrieben mit unseren Größen. Damals war alles zu groß. Da sah ich aus wie ein Sack Kartoffeln, aber fand ich auch in Ordnung. Bin ich auf jeden Fall aus der Masse herausgestochen und ja, mal gucken. Also ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken. Die Sachen werden schon gut passen und das läuft. Jetzt wird es das zweite Mal, das heißt, du hast schon so ein bisschen Olympia-Erfahrung. Ist ein bisschen was bei dir auf dem Plan, dass du sagst, na klar, die eigenen Wettkämpfe stehen ganz oben, aber so ein bisschen was von dem Drumherum will ich erleben. Ich will andere Wettkämpfe besuchen, ich will ein bisschen was vom Land sehen. Lässt sich das umsetzen? Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall der Plan vor dem Wettkampf und bis zum Wettkampf steht natürlich unser Wettkampf auf dem Plan oder ist die Priorität. Davor werde ich nicht viel angucken. Klar, wir werden, glaube ich, zur Eröffnungsfeier da sein. Heißt, da werden wir mitmachen, aber sonst bis zum 15. wird nicht viel passieren. Aber wir haben das Glück, dass wir im Endeffekt bis zum Ende da bleiben können. Meine Eltern sind auch da. Heißt, ich werde vielleicht auch 2-3 Tage nach Seoul gehen, mit denen ein bisschen das Land angucken und auf jeden Fall viele Wettkämpfe mitnehmen. Ich denke, sowas hat man nicht alle Tage und man sollte das auch nutzen, da andere Sportarten sich anzugucken, andere deutsche Sportler zu unterstützen, die anzufeuern und den ganzen Flair mitzunehmen. Paul, vielen Dank. Drück dir die Daumen, dass es so weitergeht, wie die Saison bisher schon gut gelaufen ist für dich. Und dann wird er sicherlich sich vielleicht sogar als Medaillengewinner nicht nur in Sochi, sondern auch natürlich hier dann in der Heimat feiern lassen können.